Hey Leute, hier ist Handed. Vielen Dank erstmal für das tolle Feedback, was wir für das Video bekommen haben. Ich sehe, ihr seid immer noch dabei bei Cash a Clash und aktiv. Ich hänge nun mit meinem Taiwan-Account etwas oder ein bisschen weit hinterher. Keine Evo-Helden, beziehungsweise einen Evo-Held habe ich mir jetzt gegönnt. Momentan oder habe mich jetzt an die Insane Dungeons gemacht, will euch da mitnehmen zu dem ersten Insane Dungeon mit Level 160 Non-Evo-Helden. Naja, bis auf einen werdet ihr gleich sehen. Ansonsten arbeite ich momentan an Verdeté. Lava 2 sind so Ziele, die ich verfolgen will, wo ich auch nochmal Video-Content zu machen könnte, wenn Interesse besteht. So, der erste Insane Dungeon. Habe ich ganz einfach mir gemacht, habe den immer mal wieder im Abstand von ein paar Tagen getestet, um nicht zu viele Tries zu verbrauchen. Und als er dann geklappt hat, habe ich mir gesagt, okay, wenn du jetzt den 1er durch hast, dann schaffst du es auch irgendwie bis zum 10er. Und habe wieder mal sehr viel gelernt über ja, die Zauber, über die Heldenkombination von Helden, über Flat vor allen Dingen. Für mich ein wichtiger Held bei den Dungeons, aber auch ein Held, ja, der, wenn er zu früh falsch proc't, dem PD die Stacks wegnimmt. Also nicht so einfach, der Held. Aber ich bin relativ gut mit ihm vorangekommen und bis zum 1.5er Dungeon auch größtenteils relativ planlos, sage ich mal. Also ab dem 1.5er Dungeon habe ich dann auch eher angefangen, die Copter besser zu timen, um Magietürme damit tanken zu können. Und ja, sehen wir dann, wenn wir bei 1.5er sind. Bis dahin ging es noch relativ problemlos, sage ich mal. Problemlos, gut, ich habe auch einiges an Tries gebraucht, bis das Timing gepasst hat, bis ich die Kombination von Helden raus hatte für den Dungeon. Aber beim 1.5er war dann erstmal ein harter Break bei mir drin und es hat ganz schön gedauert, bis ich da weitergekommen bin. Ich glaube, den 1.2er hier war sogar noch 100%, ja, sieht nach 100% aus. Wie gesagt, nachdem der 1.1er dann gefallen war, fand ich den 1.2er, den 1.3er relativ leicht. Der 4er ging auch noch. Aber beim 5er war dann erstmal Schluss. Ja, ansonsten, Zauber sind Max, Heldenlevel seht ihr um die 160, Skills sind 7 von 9. Ja, genau. Ich erinnere mich noch an den Dungeon. Ja, der ging relativ leicht. Sehe ich auch immer daran, dass ich da immer noch die Ornis mit den Helden gedroppt habe. Hätte man auch schön die Ornis im oberen Bereich hinsetzen können, um die Schnee. Schneetürme, um die Magietürme da besser wegzutanken. Aber es hat einfach noch am Anfang gereicht, weswegen ich mich dann noch nicht so viel mit noch weiteren Taktiken auseinandersetzen musste. Aber das wird sich gleich ändern. So. Ah ja, der 1-4er kommt erstmal noch, bevor der gemeine Dungeon kommt. Ja, was wirklich wichtig ist, was ich gemerkt habe, ist wirklich die genaue Positionierung der Zauber und auch die Reihenfolge. Hier ist die Reihenfolge noch nicht optimal. Ich habe auch mal getestet, tanke ich mit PD, tanke ich mit dem Piraten und hier seht ihr, war der Flat einfach schlecht positioniert. Ne, der Flat prockt hier zu früh, macht die Mauer mit kaputt, der PD kriegt nicht genug Stacks hoch. Ja, da habe ich mich noch gesteigert im restlichen Videoteil, das besser zu timen, weil es ansonsten einfach nicht mehr ging. Weil die Helden sind gnadenlos vom Level her eingeschränkt. So, ja, wieder Armageddon in die Mitte. Ich denke, es ist soweit bekannt, die Taktik. Und hier habe ich ein paar Tries, oder ein paar Tries, ja, ging noch der 1.8er. War schlimmer gebraucht, bis hier der Schneesturm korrekt gesetzt war. Und ja, hier hätte ich auch noch eine Optimierung. Hätte man die Ornis auch nicht mitschicken müssen, hätte man die Stun Tower oben und unten mit tanken können. Aber sehen wir gleich beim nächsten Dungeon. Aber wie gesagt, wenn man den Schneesturm hier vernünftig positioniert und die Helden schnell genug droppt, klappt der auch ganz gut. Aber der hat mich viele Versuche gekostet. Und ja, nach dem 1.5er, nachdem der gefallen war, ich glaube der 1.6er, der 1.7er ging wieder relativ leicht. Also gut, im First Try habe ich nur einen Dungeon geschafft, das war der 1.10er. Der 1.9er ging auch noch relativ, ich glaube mit 2, 3 Tries und ansonsten waren es bestimmt immer 8 bis 25 Tries, würde ich mal so schätzen, bis sie dann wirklich gefallen sind, bis ich die Zauber richtig hatte, bis es richtig positioniert war. Aber ich denke, ein Großteil von euch wird eh schon durch den Insane Dungeons durch sein.
Aber ein paar Kommentare habe ich auch schon gelesen. Die haben die auch noch vor sich oder sind noch dabei. Ich denke, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen mit den Insane Dungeons. So, und hier seht ihr, habe ich angefangen, die Kopter denn zu nutzen, um unten und oben die Magietürme zu tanken, damit die Helden nicht getroffen werden. Weil ob die Kopter dann unten im Stun hängen oder nicht, macht nichts aus. Aber wenn die Helden im Stun hängen, dann war es das. Und dafür eignen sich die Kopter ganz gut, um da ein bisschen zu tanken. So, hier ist für mich persönlich der schwerste Dungeon mit den meisten Tries. Hier ist das Timing ganz, ganz, ganz wichtig. Da ich es ja mit Flood gespielt habe, so ihr seht, ich setze hier den PD, warte ganz kurz, setze den Flood ein bisschen oben und jetzt hoffe ich, dass der Flood möglichst spät proggt. Bei dem Versuch hat es gereicht und das bisschen reicht aus, dass der PD hoch genug stackt, dass wir weit genug voranschreiten, aber ich brauche einfach den Flood für den Damage-Output hier. Und hier oben habt ihr noch gesehen, habe ich wieder mit den Ornis die beiden Türme da weggetankt. Ja, für mich der absolut schwerste Dungeon hier für meine Helden, den zu packen. Ja, jetzt kommt der 1.9er. Ja, nachdem ihr den 1.8er habt, der 1.9er war sehr, sehr einfach. Keine Stun-Türme. Helden gedroppt, da habe ich die Ornis einfach mitgeschickt wie am Anfang. Hau da in die Mitte nochmal den Schneesturm rein, der ist im zweiten oder dritten Try gefallen. Und ihr seht, wie toll der Flood da unten aufräumt. Deswegen ist einfach mein Damage-Held, weil mein Mino einfach noch nicht hoch genug ist, um mir alles wegzuhauen. Und da brauchte ich einfach den Flood. Ja, jetzt sind die PD-Stacks weg. Jetzt reicht es oben nicht mehr aus. Flood räumt unten noch ein bisschen auf, glaube ich. Ja, schafft er nochmal wegzuhauen. Ja, aber das war's. Ich hatte gehofft, den noch 100% zu bekommen. Aber hat nicht ganz gereicht. So, ja. Der Pirat schafft es leider auch nicht. Der letzte Evo-Held, beziehungsweise der einzigste Evo-Held auf dem Feld. So, ja, das war's. Und jetzt kommt der 1.10er, den, wie gesagt, sogar im First Try geschafft. Oder ist auch relativ einfach. Ich habe da noch gar kein Konzept gemacht gehabt, wie ich da genau droppe. Ja, Armageddon rein, Türme freezen. Dachte ich, ja, okay, jetzt kriegen ja die Helden nicht ab. Andersrum. So, dann noch die Türme hinterhergeschickt, weil ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, wo ich noch eventuell wegtanken muss. Ja, ich die Mino vorher noch ein Stück gegeben, damit er mir nicht da zu früh umkippt. Aber ja, den Dungeon fand ich echt ziemlich leicht wie den 1.9er, aber gut, wenn man hat ja da auch die harten Brocken bei 1.5er, 1.8er, auf jeden Fall für mich. Und ja, damit sind wir durch den ersten Dungeon durch. Mal gucken, am 2.2.1 habe ich mich noch nicht großartig versucht, aber ich denke, das wird eine harte Nummer werden, bis ich den packe. Beziehungsweise brauche ich da noch ein paar Evo-Helden. Ja, ansonsten, wie gesagt, plane ich oder arbeite ich momentan daran, meine Base weiter hochzuziehen für HBMT. Denke ich, von der Base her wäre es machbar, fehlt mir aber wahrscheinlich oder fehlt mir noch die Garni. Mal gucken, wann wir da soweit sind. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Das war's von mir, euer Mantel. Tschüss!